Der zweite Bereich sind die Cornerstone. Workmaps, da sind jetzt alle Funktionen auch als Icons verfügbar. Diese Icons haben ein neues Windows-angepasstes Design bekommen und alle Voreinstellungen in Cornerstone sind jetzt über einen Präferenz-Editor im System erreichbar. Workmaps sind in Cornerstone die äußere Hülle, die alle Objekte, sei es Daten, Grafiken, statistischen Analysen, verwalten. Und hier bietet Cornerstone in der Version 7.0 ebenfalls eine Reihe von Verbesserungen. Die erste Verbesserung bezieht sich auf die äußere Darstellung. Hier an diesem Beispiel Weight versus Verbrauch, gruppiert nach Origin, sieht man, dass die Namen der Objekte immer in den Vordergrund geraten gegenüber den Pfeilen, die früher diese Namen zerrissen haben. Zweite Änderung in den Workmaps, und dies gilt eben wie in allen anderen Objekten, ist, dass die Menüs inzwischen, was die wichtigen Dinge angeht, auch als Icons zur Verfügung stehen. Wenn man beispielsweise diese ganzen Objekte mal darstellen will und will sie als, wie es so schön heißt, kaskadierte Darstellung haben, geht das indirekt inzwischen auch aus der Oberfläche, ohne in die Menüs zu gehen. Dies gilt für alle wichtigen Funktionen und hier gilt wie überall im Cornerstone, dass diese Menüs auch veränderbar sind, anzupassen sind. Eine weitere Änderung bezieht sich auf die Voreinstellung im Cornerstone. Wenn man hier mal draufklickt, ist es so, dass man für alle Bereiche Workmaps, Datasets, Grafiken und statistische Analysen Voreinstellungen machen kann. Als Beispiel sei hier das Autosave-Zeitintervall genannt. Hier ist es mit 30 Minuten voreingestellt. Wenn man das auf 15 Minuten verändern will, würde das so gehen. Man kann die Texte in den Objektnamen hier einstellen. Und bei meinetwegen Datasets alle möglichen anderen Einstellungen anpassen. Bei den Grafiken ist es ebenso, wenn man zum Beispiel in Boxplots, da möchte ich jetzt kurz hingehen, die Vertrauensbereiche angucken kann, Draw Confidence Intervals, dann würden in einem Boxplot zukünftig hier für den Median auch die Vertrauensbereiche dargestellt. Wenn ich einen solchen Boxplot nochmal erzeuge, wird das der Fall sein. Ich also hier nochmal Origin gegen Verbrauch darstelle als Boxplot. Sind jetzt in dieser Grafik im Gegensatz zu der gerade gezeigten in den Boxplots hier auch die Vertrauensbereiche dargestellt. Wenn man bei der Box den Linientyp jetzt ändert, wird man das sofort auch deutlicher sehen, dass hier die Kerben in den Boxplots zu sehen. Das wäre also ein paar Beispiele zu den Voreinstellungen im Cornerstone.